Erstmal streicheln. Kannst du mich noch erschlagen? Ja. Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Jawohl. Sehr schön. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Ja. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Ich glaube nicht. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Dann los! Ja, Cowboy! Boah, geil! Erinnert mich unheimlich an Red Dead Redemption gerade. Boah, würde ich einen zweiten Teil von Red Dead Redemption feiern. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Huch, wo ist er denn hin? Ja, ein Pferd auf dem Flur. Boah, sieht das geil aus hier. Alter Schwede. Wer reitet so geschwind durch Nacht und Wind? Es ist das himmlische Kind. Ich wusste nicht, wo die Bremse war, entschuldige. So. Kann ich? Hallo? Ah ja. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Jupp, bin ich was dabei. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Sag's ihm. Los. Ich... Sag's ihm. Oh, ist er? Der Bär war ich ja. Ich bin in der Richtung. Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ja. Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay, bis später. Dann gehen wir mal schauen. So. Dann gehen wir mal nach Ashki. Und reiten mal mit Ashki zum Brunnen. So. Komm, Ashki. Richtung Brunnen. Los geht's. Jiha! Hallo? War gerade ein komischer Schatten oben rechts. Alter, wo ist denn bei dem Pferd die Bremse? Oh Gott.
Hallo. Ich sehe schon, woran das Problem liegt. Da komme ich niemals nicht hin. Mach schon einen. Okay. Hallo? Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Sehr schön. Kann ich jetzt wieder zurück? Ja, sehr schön. Das war doch nur Einbildung, oder? Oder stand da wirklich jemand? Da ist doch niemand, oder? Hallo? Was ist das denn? Ich sehe nichts. Ah doch, jetzt. Hallo? Was ist das denn hier alles? Okay. Kann ich jetzt wieder hier rausgehen? Ich gehe einfach wieder raus. What the fuck? Was? Das war aber vorher nicht da. Kann das sein, dass es die Vergangenheit ist? Nein, aua, Alter, was? Scheiße, fuck. Nein. Mist. Kann ich das noch lesen, was da am Boden stand? Was steht da? Crown. Krähen, ne? Krähen heißt es doch, oder? Oder, nee, warte mal. Nee, doch, Crowns sind doch Krähen, oder? Oder übersetze ich das jetzt falsch? Ich weiß es gar nicht. Dann gucken wir doch mal. Na, reite doch mal schneller. Reite durch Nacht und Wind. So. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wo wir jetzt vor allen Dingen auch hinkommen. Kann es sein, dass irgendjemand das Dorf abgefackelt hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das gerade die Vergangenheit war. Oh, krass, wie das hier aussieht. Uah. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen in Fort Crown. Da leuchtet irgendwas Merkwürdiges. Tinkle, tinkle, little star. How I love what you are. Wo ist denn das mit dem Leuchten? War das... Ach, ist Fort Crown wahrscheinlich... Ach, kannst das du was sehen, Aiden? Wie war das nochmal? Warte mal. Verstehe. Eine Existenz. Hm.
massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Yeichzo? Aber wo ist der geteilte Baum? Das ist eine gute Frage. Und der war nicht gerade klein, der Baum. Den müsste man also eigentlich gut sehen und gut finden. Ist es er hier? Nein, oder? Der muss da hinten sein. Das war... Der Geist ist in die Richtung geflogen. Und dann irgendwie so links, glaube ich. Geil, dass man so die Vergangenheit wieder so ein bisschen so sieht, was hier passiert ist früher. Ja, hallo. Da hinten ist der geteilte Baum. Hundertprozentig. Das sieht zumindest danach aus. Die Teufelsfolge. Der Platz aus meiner Vision. Ja. Hallo, bleib doch mal stehen. Kann ich absteigen? Der geteilte Baum. Es ist nichts hier. Ja, gar nichts. Was soll ich entdecken? Zeigt der Baum auf irgendwas vielleicht? Kannst du was sehen, Aiden? Ich schau mal. Na, hallo? Ui, okay. Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Medaillon. Die wurden alle hier umgebracht. Alle. Alle an dem Baum. Eins der fehlt. Hat keinen Talisman. Der fünfte Talisman. Ich weiß, wer es ist. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Ich weiß, wer es ist. Ich verrat's nicht. Ich weiß, wer es ist. Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden.
Kannst dich noch dran... Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Kannst dich noch dran erinnern, dass es jemand gab, der gesagt hat... Ich will den Talisman vorzeigen. Vielleicht weiß er was. Kannst dich noch dran erinnern, dass es jemand gab, der gesagt hat, ich wurde hier geboren und werde hier sterben? Ach du heiliger Schrussack. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Na, wo willst du hin? Los. Lauf doch schneller. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Oh nein. Wir kamen mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus, aber Paar! Paar, wir holen den Wagen! Komm schon, komm, 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 komm! Er springt nicht an, Jay! Er springt nicht an! Oh, die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Aber Geister können gegen Geister kämpfen, oder? Oh, sieht böse aus. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Warte mal eben. Kann ich was mit einem irgendwas machen? Nein, okay. Hinterm Haus ist, glaube ich, jemand am Stehen wie hier. Kann ich dir helfen? Nein. Was kann ich tun? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Und von ihm kommt er jetzt am Tage. Das ist ja strange. Wahrscheinlich, weil wir die Talisman-Dinger gefunden haben, will er jetzt seine Talisman-Dinger zurück. Wo ist Paul? Wo ist Paul? Paul, Paul, Paul. Hallo? Die Decke von dem Baby. Yep. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Da. Der fünfte Talisman. Die haben ihn also beschworen, also kann man ihn wahrscheinlich auch wieder zurückbeschwören, oder? Vorfahren. Sie riefen Jeizo her. Sie waren verloren, voller Hassgefühle auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Jeizo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen.
Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Okay. Ich höre ihn kommen. Das kann heiter werden. So, was jetzt? Was jetzt? Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Ja. Und ich brauche Kreide oder irgendwas zum Malen. Ein Kreissymbol mit einer Figur drin. Ist es egal, wo ich es mache? Okay. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Ja, Benzin. Los, 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 los. Die nageln aber ganz schön lange an den Brettern, ne, muss ich sagen. Jawohl, so. Was zur Hölle? Glaub mir! Ich weiß, was ich tue! Wir müssen sofort alle rein! Der Sturm wird gleich hier lass sein! Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du. Du kannst reden? Ein Stock, Jodie! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Ja, kriegen wir hin. Alter, boah, ist das spannend. Cool. Ein Kreis und eine Figur. Ich hoffe, das war das Richtige. Weil so schwer war das wohl jetzt nicht. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Oh Gott, da habe ich doch keine Ahnung von, wo wer stand. Das war, glaube ich, das Symbol. Ich glaube, ja. Das ist genau richtig. Ja. Fang an zu singen, Oma. Oma, sing! Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben meinen Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein. Da fehlt aber noch eine Person. Wir sind nur zu viert. Und fünf Talisman. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Das ist Wahnsinn, Jodie. Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir doch alle drauf. Was soll ich machen? Ich bin die Seele. Ich bin die Seele! Das war's! Wir haben die fünf Seelen! Shimasani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an! Oh Gott. Oh Gott, Jodie! Shimasani!
Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Es hat ja anscheinend gut geklappt, alles. Oder? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Okay. Und ist die Oma jetzt... Ist die Oma tot? Mann, die Oma war so geil. Ich hoffe, die Oma ist noch da. Aber so wie es aussieht, glaube ich nicht. Mann, die nette Oma. Oma, Oma, Oma. Ich glaube nicht. What the fuck, beide? Was? Nein, ernsthaft? Nee, komm. Ach komm, ernsthaft jetzt? Nee, oder? Hallo? Ich seh nix. Nee, oder? Oh nein. Oh fuck. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimazani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so... Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen gerade. Und da oben stand schon wieder einen von unseren Vorfahren oder von den Vorfahren von Paul und so. Ja, ich hab... Ja, hallo, ich drücke doch R2.
Was ist denn hier? Alte Höhlenmalerei. Das sind vier, oder? Na klar, die Zeichnung. Der Geist mit dem Strich aus dem Körper heraus. Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jodie. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Hey, Jodie! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Cool. Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Boah, geil.